So, herzlich willkommen zurück bei Bus Simulator 18. Ja, ich hatte das nochmal offscreen gefahren und weil wir ja in der letzten Folge, ja, wir hatten ja viele Unfälle und sowas, oder mindestens immer einen, und dann deswegen habe ich kein Einkommen generiert. Deswegen ging das auch nicht, aber offscreen habe ich das noch geschafft. Ich hoffe, ich rege mich diese Session nicht so viel auf und bin jetzt ein bisschen mehr drin. Es soll wohl so sein, dass das durch das neue DLC ist ein paar Bugs reingekommen sind ins Spiel, die hoffentlich noch gefixt werden. Eins haben sie schon gefixt, dass man irgendwie abrupt bremst oder so, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Und in der nächsten Woche also soll noch ein weiteres Update kommen, wo die hoffentlich die anderen Sachen fixen. Hier zum Beispiel, dass man irgendwie andauernd hört, wie man blinkt, obwohl man gar nicht blinkt. Sowas zum Beispiel. Weil da oben irgendwas steht, keine Ahnung. Als hätte man einen Gelenkbus und würde zu stark einlenken, obwohl wir das gar nicht gemacht haben. Naja. Gut, alle zwei Tage wird das Video wahrscheinlich jetzt immer kommen, oder die Folgen. Also es kann gut sein, wenn ich das hier so sage, dass zum Zeitpunkt, wenn das Video dann rauskommt, dass dann wieder ein Update vorhanden ist. So, anscheinend klappt das hier alles. Dann machen wir mal das hier. Das müssen wir wegmachen. Ne? Das ist dann auch... Ist das denn diese Strecke hier? Ich gehe mal davon aus. Oakville und sowas. Ich denke mal, das ist alles richtig. Ich hoffe, das habe ich mal irgendwann gemacht. So, Nacht ist alles. Loop müssen wir an. Dann nehmen wir mal einen neuen Bus, den wir noch nicht hatten. Mann, so viele Busse. Gelenkbus können wir auch nochmal nehmen. Wir probieren mal diesen hier aus. So, dass bald mal alles durch haben hier. Ist aber auch immer sehr dunkel, muss man sagen. Kann man das irgendwie anders einstellen, dass man in der Nacht mehr sieht, oder ist das so halt realistisch? Ah, der bremst wenigstens nicht mehr so blöd. Der Ticketverkäufe mache ich ja momentan nicht. Schon des Längeren, weil das einfach zu sehr auffällt. Tempomat ist hoffentlich drin, ne? Wir müssen nur darauf achten, wenn es abrupt so die Geschwindigkeit runter muss. Ja, dann ist nämlich auf 50 und wir sind ja nicht sofort auf 50. Muss man darauf achten, ja, dass man dann nicht geblitzt wird. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Das ging mir auch um was. Bis jetzt kamen diese komischen Bugs noch nicht. Absolut pünktlich, danke sehr. War das nur busabhängig, der Bus war buggy, oder ich habe keine Ahnung. Der andere da. Weiß ich nicht, woran es liegt. Ich fahre wieder, wie gesagt, immer sehr sehr ungern. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. In der Ansicht. Sind Sie blind? Oh, ich wollte noch unter 30 gehen. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf gehabt. Nein, ich bin nicht blind. So, dann haben wir mal ein bisschen die Innenbereiche angepasst. Ich muss noch mal im Bus rumlaufen, also muss noch mal ein bisschen Fahrkarten kontrollieren und so. Die neuen Busse zeige ich dann mal langsam. Und wenn wir die Mission dann mal geschafft haben, dann haben wir hoffentlich auch mal die neuen Gebiete. Wo es dann noch mal 10 Stunden neues Spielmaterial geben soll. Also die neue Mission. Je nach Spielertyp, dann braucht man natürlich länger oder nicht so lange.
müsste ich noch ein Tick weiter. Oder? Ich glaube ja. Sieht man nicht so gut, so muss ich sagen. Eigentlich ist er schon über Rot gefahren. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. So, halt wegen den ganzen Bugs, die jetzt vielleicht nicht mehr hier sind, haben noch keine bemerkt. Im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer und weil ich das lange nicht gespielt habe und halt Steuerung vergessen und was nicht alles, ein bisschen verpeilt war. Deswegen war ich auch ein bisschen angespannt. Es tut mir leid. Ich hätte die Folgen bald weggeschmissen, aber dann dachte ich, ja, weil ich das aufnehmen wollte, das damals nicht ging, jetzt wieder geht, habe ich das doch noch drin gelassen. Die letzten beiden Folgen. So, komm rein hier. Dann wollen wir mal gucken hier. Wo hab ich denn... Kann ich durch euch durchlaufen. Na klar. Na klar. Das würde ich aber auch mal gerne wieder Multiplayer spielen, muss ich sagen. Okay, das ist der Blinker, der blinkt ganz normal. Ich dachte schon, da kommt wieder irgendwas. Ich will langsam wieder Tageslicht haben, so ehrlich gesagt, aber gut. Die Mission müssen wir leider alle bei Nacht fahren. Ist richtig hier, ne? Ja. Schon ein bisschen verwirrend. Das heißt Bodenwelle, oder Schlagloch. Das ist eher so rollend. Rathausgasse. Genau pünktlich. Jetzt wollen wir gar keine Ein- und Aussteigen, ne? Und gar mal ein bisschen lüften hier. Stinkt. Haben wir noch Zeit. Nächster Halt, Punikgasse. Punik. Muscher Name. Kollege fährt er wieder. Tschüss. Ciao. Sie blockieren die Tür. Was ist da los? Also bis jetzt ist doch gar nichts. Ist alles gut. Was? Ach so. Hier. Ist hier auch alles drin beleuchtet überhaupt? Ich weiß es nicht. Sieht manchmal so ein bisschen dunkel aus, aber gut. Soll wohl so richtig sein. Sonst beschweren die sich, glaube ich, schon. Haben echt den Blinker ja schon setzt, dann halten die ja auch übrigens an, was der gute Turbinator manchmal nicht so weiß und nicht so macht und sich dann wundert, warum die einfach fahren oder ob... Oder, die lassen mich ja durch, aber es ist halt so. Kannst du auch eine Stunde stehen und fahren nicht, glaube ich. Ah, hier dieser komische... Weiß nicht, welches... In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! Der Bus ist neu, richtig? Ja. Dass man immer so gleich aussieht, schade eigentlich. Und Gesundheit, den lass ich nochmal fahren, so. Ab zum Wilden Theater. Schwur macht das Ganze auch wieder deutlich mehr Spaß. Wobei ich jetzt gerne bei Tag fahren werde. Liebend gerne. Oder würde, wie auch immer.
lange gedauert, dass mal so ein bisschen DLCs kommen. Und jetzt geht das wieder mit der Aufnahme wieder, also kann man mal wieder ein bisschen zocken. Da kommt ja im nächsten Jahr wieder ein neuer Teil raus, das wäre auch ganz nett. So, ich glaube, wir wären schon längst im Rückstand mit der Zeit, also quasi verspätet, weil wir immer die Tickets ausgeben müssen. Aber das können wir auch mal, vielleicht mal wieder anstellen. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Ach jo. Absolut pünktlich. Danke sehr. Na Logo. Was? Na klar, hier. Hier, bitte. Wo hab ich denn... Ah. Wie könnte man auch noch einbauen, dass hier wirklich so... Na klar, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Einsteigen würden. So, dass ich mich engagieren kann, einstellen kann oder sowas. Also es gibt noch ein paar Sachen, die man in Zukunft vielleicht noch besser machen kann. Zentrum, Endstation. Bitte alle aussteigen. Ah. Oh, okay. Schon geht das auch alles deutlich schneller und schon deutlich leichter von der Hand. Bin ich wieder richtig drin. Gut, jetzt habe ich auch nicht vorher noch ein paar Sachen gezeigt. Aber man muss halt wieder, also nach 9 Monaten muss man halt ein bisschen wieder reinkommen. Und andere schaffen schneller und manchmal halt. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Klar, Oma kommt. Ich habe meine blauen Farben bei den Bussen, ne? Also neige ich auch mal irgendwie zu. Was hat meine Lieblingsfarbe? Diese hier weiß ich nicht. Ich weiß immer nicht, welches Blau genau, aber halt blau. Hm. Oh, hier müssen wir noch aufpassen. Doppelter Hinsicht. Ich hoffe immer, dass ich das alles richtig eingestellt habe, was ich letztes Jahr noch eingestellt habe und irgendwann gar nicht mehr gespielt habe. Ich habe es auch gar nicht mehr offscreen versucht, was ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen. Hey, echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, wie es auch wird. Zentrum, Endstation. Bitte alle aussteigen. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. So, sonst ist alles gut hier. Alles klar, End. Außer das einmal, ne? Aber gibt es dann trotzdem 5? Ist egal. Na, ist nicht so schlimm. Ja, aber wenigstens war es verdient. Das müsste eigentlich geklappt haben. Ja. Gut. Okay, exakt. Die. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, glaube ich. 13 Minuten, 12 Minuten. Die geht halt ein bisschen länger. Hm. Und diese hier geht halt noch länger. Okay. Maximal 27,30. Ja, das müsste eigentlich alles passen. Dann kriegen wir hier noch ein paar Sachen, die wir noch nicht haben. Und dann haben wir endlich die neuen Sachen. Ah, vielleicht mache ich ja nicht so lange Folgen. Aber die ist halt ein bisschen kurz. Ich weiß es auch nicht. Das wäre die dann, ne? Ja.
Nehmen wir mal den Gelenkbus. Ja, fangen wir die noch an, ne? Die Strecke in dieser Folge. So, erstmal muss ich mal aufstehen. Gucken wir uns das mal hier an. Ist aber alles so düster hier. Es sind zwar Lichter, aber nicht überall. Also die Beleuchtung und bei Nacht und ist alles nicht so gut. Ja, wir müssen mal langsam fahren, sonst... Nein, wir müssen es ja ein Hubkonzert geben hier, oder? Hier ist so ein... Hallo, hallo, ja, ja. Ich jetzt wieder ungewohnt mit sowas zu fahren. Das kriegen wir wohl hin. Ne? Muss erstmal gucken. 3 habe ich jetzt gedrückt. Macht ja auch alle Türen auf. Ich weiß es nicht. Nee, die 4 muss ich wohl noch drücken, oder? Jetzt zwar nicht. Ist sie denn dann auch hinten offen? Ja, okay. Gut. Auch wenn ich schon mal hier bin. Augenblick. Na klar. Augenblick. Da. Hier, bitte. So. Nächster Halt. Seiler. Ja, toll. Ich konnte jetzt nicht auf die Strecke achten. Das ist ganz toll. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Tut mir leid. Das ist genau hinter mir. Toll. Ja, was habe ich denn hier gemacht? Ja, gut, dass ihr mich wieder reinlässt. Ihr seid fantastisch. Ja, toll. Ist echt Hammer. Oh, ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Bei irgendeiner Mission musste man mindestens 4 Sterne haben. Ob das jetzt... oder... weiß ich auch nicht. Sehr pünktlich, danke. Ich liebe diesen neuen Bus. Ob das noch so zu erreichen ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Ach, halt die Fresse. Ich glaube, ich werde krank. Okay, ein bisschen komisch gehalten. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Das ist noch gute Halteposition, na gut. Aber ich hoffe, das zählt das noch. Toll. Ansonsten muss ich jetzt offscreen machen, aber da die Folge dann beim nächsten Mal vielleicht weitergeht, weiß ich das noch gar nicht. Mal gucken. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar, ey. Nee, muss gar nicht. Muss geradeaus, ne? Ja. Ist der wirklich neu oder nur frisch lackiert? Neu. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation.
Dachte schon, aber ist richtig, glaube ich. Ja. Manchmal geht, das war schon immer so, dass der Blinker dann einfach wieder ausgeht. Genau pünktlich. Oh, dieser Bus gefällt mir wirklich gut. Das freut mich. Mich freut das auch. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Oh, tut mir leid. Hier. Augenblick. Da, hier. Klar. So. Sieht doch alle mal dunkel aus, ihr Leutchen. Rathausgasse. War das ein Geist? Ja. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du? Sie versperren die Tür. Aber was? Hector. Moment, wo ist mein Hut hin? Hier durch so eine enge Scheiße hier. Das, genau, Warnung, noch stärkeres, bla bla bla, das wurde letztens ja angezeigt. Dieses Zeichen da unter den Begrenzer. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad. Heißt das, wenn man das einer gedrückt hat? Habe ich noch nie darauf geachtet, so richtig. Ich dachte immer, das wäre was anderes. Aber ich glaube schon. Manchmal steigt ja nicht immer einer ein. So, der bremst nicht so. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ja, das hört sich auch so an. So, mal sehen, ob wir das noch in dieser Folge schaffen. Eigentlich das war halt ein bisschen zu lang, deswegen habe ich das geteilt. Aber ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme und das nicht teile. Oder wie lange, keine Ahnung. Vielleicht nehme ich, also es kann gut sein, dass es eine halbe Stunde Folge gibt. Weil es ja auch nur alle zwei Tage kommt. Das ist natürlich die Sache, was mit der Bewertung jetzt noch hinhaut hier und alles. Sonst mache ich das sowieso nochmal offscreen. Das habe ich gar nicht angeschaut, okay. Sollte man auch nicht unbedingt machen. Stimmt nämlich die anderen Autofahrer. So, jetzt kann man ein bisschen Gummi geben hier. Muss nur darauf achten, wenn es wieder 50 ist. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina.
hier ein bisschen... Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ach, warum so nicht? Scheiße. Scheiß Schlagloch. Da schon wieder, Mann. Nächster Halt, Westfield. Wanderstiefelstraße. Okay, Rolli. Habe ich eine Rampe? Ich hoffe, ich mache die gerade auf, dann. Cool, ja, hübscher Bus. So einen Bus habe ich vorher noch nie gesehen. Der Bus gefällt mir. So. Müssen wir noch lange fahren? Ich weiß es nicht. Nächster Halt, Gutshof Reichjäger. Na, die Endhaltestelle ist es noch nicht. Ich glaube, alles, was deutlich über eine halbe Stunde geht, würde ich vielleicht in zwei Parts teilen. Aber dann, ja, die Rollen halt sehr unterschiedlich lang, muss man auch sagen. Ah, doof. Nächster Halt, Gutshof Reichjäger. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Will gar keiner rein, ne? Toll. Aber hätte man denken können, die stehen da welche, dann warten die auf einen anderen Bus. Nächster Halt, Goliathgasse, Endstation. Bitte alle aussteigen. Da ich aber noch so viel Zeit da unten habe, wird das wohl noch eine lange Strecke sein. Ey! Das sind diese Idioten. Viel schneller fährt er auch nicht. Goliathgasse, Endstation. Bitte alle aussteigen. Habe ich genug Proviant für meine Wanderung? Jetzt hat, glaube ich, noch keiner gedrückt, aber vielleicht. Für die Endhaltestelle muss man vielleicht auch nicht drücken, oder es kommt noch. Also auf den Knopf. Jetzt vielleicht. Was man aber nicht gehört hat. Hm. Weiß ich auch nicht. Na, er bremst schon zuvorkommend ab. Da hat er schon was mit der... Ja, eine Ortschaft. Aber manchmal ist auch in der Ortschaft... Kann es auch mal 30... Oh, sein! Mann, was macht er denn? Hallo! Ach je, ich hab meine Fahrkarte zu Hause vergessen. Kuhglocken läuten. Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Na toll, jetzt ist alles wieder verloren. Hä? Willst du mich verarschen eigentlich? Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, genau, ey, ja, ist genau. Ja, alles wieder für den Arsch.
alles wieder umsonst. Oh, mach jetzt. Es kann nicht angehen. Müssen wir jetzt hier rum oder nicht? Das sieht man manchmal nicht so gut. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans ich glaub und nicht. Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Ich hasse die Werbepausen in Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Und dauert natürlich auch alles wieder viel zu lange. Für eine Folge. Dann werden wohl wieder mal zwei. Und quasi wieder alles umsonst, weil wir das eh nicht schaffen. Toll, ne? Also wir irgendwo ein Heck immer irgendwo gegengeballert, was ich gar nicht mal gesehen habe. Darf ich das Offscreen also nochmal machen? Und dann nehme ich wieder was auf. Vielleicht mache ich aber auch, damit ich nicht immer alles teilen muss, vielleicht mache ich 20 Minuten Folgen und dann ist gut. Ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen schwierig, weil man nicht genau weiß, wie lange das immer alles dauert. Ich brauche Hilfe beim Aussteigen. Die beschweren sich auch schon, bevor man überhaupt steht. Das ist auch mal weg. Das. Und Müll ist natürlich auch immer sehr beliebt, hier irgendwo hinzuschmeißen, weil alles Dreckschweine sind. Macht die Kohle wahrscheinlich auch nicht mehr fett, weil, ja, ist wahrscheinlich eh nichts wert. Mit der guten Bewertung. Toll. 3 Sterne natürlich. Obwohl, 6 Kollisionen und so und alles. Toll. Tolle Wurst. Ich kann das nochmal fahren und das hier ist noch die lange Strecke sogar. Naja, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Bus Simulator 18. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi.